Ja, ich begrüße Sie alle zu diesem Vortrag über, ja, ich würde sagen, eines der großen Themen des Lebens. Ich meine, Sterblichkeit ist ein großes Thema und Krankheit, aber Gefühle und vor allen Dingen schwierige Gefühle sind ein ziemlich großes Thema. Ja, ich werde heute Abend über den Begriff erstmal, was verstehen wir unter Gefühlen hier im Westen, was verstehen die Buddhisten drunter? Dann über das Thema, was sind schwierige Gefühle, und auch immer die Aufforderung an Sie, mit zu überlegen, was sind für mich schwierige Gefühle. Da sind wir ja auch unterschiedlich. Ja? Manche finden die sanften Gefühle schwierig und manche finden die heftigen Gefühle schwierig und so weiter. Wir sind ja auch verschieden. Dann, wie können wir gut umgehen mit dem, was wir selber als schwierige Gefühle beschreiben, erleben? Welche Chancen gibt es da? Und welche Illusionen kann man sich da machen? Oder machen wir uns auch? Ja. Im Buddhismus spricht man von Grundgefühlen und von komplexeren Gefühlen, wobei das, was wir Gefühle nennen im Deutschen, im Englischen Feelings, im Französischen ist es nochmal kompliziert und im Spanischen, also in ganzen lateinischen Sprachen, ist es nochmal eine ganze andere Sprachfamilie und es ist ein Riesendurcheinander. Es gibt keine einheitliche, klare Terminologie und die Buddhisten haben keinen Sammelbegriff für Gefühle, sondern unterscheiden zwischen Grundgefühlen, zwischen heilsamen Umgehen damit und zwischen unheilsamen Umgehen. Und haben sie lauter verschiedene Wörter. Die Grundgefühle angenehm, unangenehm, neutral, das sind die Grundgefühle, Vedana. Und darauf kann man reagieren mit aufgewühlten Emotionen, das nennen sie dann Klishas, Kilesha im Pali, und es bedeutet eigentlich Befleckung, also wie wenn man einen Fleck in einem Kleidungsstück hat. Ja. Oder man kann darauf reagieren oder damit umgehen mit heilsamen Gefühlen, mit himmlischen Gefühlen, Brahma wie Haras. So wird es sortiert. Also die drei Begriffe sind erstmal da. Grundgefühle, das ist einfach diese ganz lebensnotwendige Unterscheidung, biologisch fundiert. Wenn ich mich auf einen Nagel setze, habe ich hoffentlich unangenehme Gefühle, damit ich mich von dem Nagel entfernen kann, aufstehen kann. Oder wenn ich, wie es heute, ein bisschen kalt war draußen, ja, und ich nur in einer leichten Jacke rausgehe, ist es günstig, ich merke, das ist unangenehm, dieser kalte Wind. Und der sagt mir, ich muss was anziehen und so weiter. Ja. Also diese Grundgefühle sind wichtig. Biologisch fundiert, die helfen uns, uns zu orientieren im Leben. Und bitte, die sollten wir uns nicht abgewöhnen. Das wäre ziemlich dumm, wenn wir dann so falsch verstandene Achtsamkeitsmeditationen machen und wir setzen uns auf den Nagel und wir sagen spitz, spitz, scharf, 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 spitz, spitz, spitz. Ja, ziemlich bescheuert. Es gibt Situationen, wo einem was wehtut, wo man nichts machen kann. Also man geht wandern, mache ich einmal im Jahr. Ja, und manchmal laufe ich mir halt eine Blase. Ja, jetzt kann ich ein Riesendrama draus machen, weil ich kann überhaupt keinen Schritt mehr weitergehen. Oder ich kann sagen, unangenehm, unangenehm, okay, bis zu unserem Hütchen oder zu unserem Hotel schaffe ich es noch. Also es gibt Situationen, wo man nichts trinken kann oder wo man in einer Sitzung ist und es ist stickige Luft und es ist unangenehm. Man muss nicht sofort reagieren, ja. Und das ist der nächste Punkt, wie gehe ich damit um? Ja, und das kann man sich mal überlegen, wie gehen wir mit angenehmen Gefühlen um? Wie gehen wir mit unangenehmen Gefühlen um? Und wie gehen wir mit diesen weder noch? Ja, wenn ich die Türklinke anfasse, habe ich auch eine Empfindung. Ja, also einmal sinnlich, aber auch neutral. Ja, also ich bin jetzt nicht völlig begeistert von der Türklinke und ich habe aber auch nichts gegen die Türklinke. Also es ist weder angenehm noch unangenehm, sondern eher ja neutral. Und ich komme in den Raum rein, ist weder angenehm noch unangenehm, einfach neutral. Wie gehen wir mit solchen Grundgefühlen um?
Also ich habe bei mir festgestellt, wir können nachher auch die Übung machen dazu, das mal mit einer Erinnerung an konkrete Situationen von heute oder gestern mal überprüfen. Wenn ich angenehme Gefühle habe, zum Beispiel ich trinke einen schönen Tee oder heute gab es einen wunderbaren Nachtisch in Roseburg, ja, so einen richtig tollen Nachtisch, ja. Angenehme Gefühle, ja, wie reagiere ich jetzt? Mehr, zweite Portion. Ja, das heißt, ich reagiere mit haben wollen, mit Gier. Ja, ist ja oft so. Also gerade bei Essen, bei Trinken, aber auch bei toller Film. Und ich will noch einen Film sehen, ja, oder vom gleichen Regisseur noch einen sehen oder mit der gleichen Schauspielerin oder was auch immer oder ein Buch lesen und super toll, nächste Band oder was auch immer. Ja, also wir tendieren manchmal bei angenehmen Gefühlen dazu, mehr vom Gleichen. Und wir machen alle die Erfahrung, das ist vielleicht noch beim 7. Löffel Pudding angenehm, aber bei der 2. Schale Pudding ist dann ein bisschen unangenehm. Und das ist der Punkt, wo die Buddhisten sagen, guck da mal hin, wie reagierst du? Und wenn du primär mit diesem haben wollen und mehr haben wollen reagierst, schlägt es ganz schnell um in unangenehm. Fort ist das schöne Gefühl. Es gibt dann auch eine andere, also eine damit verwandte Haltung. Dieser Pudding. Ich muss sofort nach dem Rezept fragen, dass ich das zu Hause auch machen kann. Und glaube dann, dass diese Art Pudding mich immer glücklich macht. Also ich esse jetzt vielleicht nicht zu viel, aber in mir bildet sich eine Vorstellung, diese Art Pudding macht mich froh. Das heißt, wir halten am Auslöser fest und berücksichtigen in der Situation überhaupt nicht, dass wir Hunger hatten, Appetit hatten, dass wir diese Art von Pudding sowieso mögen. Ja? Wir denken einfach, das macht's. Bei Leuten ist es natürlich noch deutlicher, vor allen Dingen, wenn man sie neu kennenlernt, ob das Arbeitskollegen sind oder Menschen halt, die man neu kennenlernt und da passt was und dann angenehme Gefühle, mit der möchte ich jetzt immer zusammenarbeiten oder hoffentlich teilen wir ein Büro zusammen oder was auch immer. Also man hält am Auslöser der angenehmen Gefühle fest und will mehr von diesem Kontakt haben. Zwei Reaktionen. Dann gibt's noch eine in Mitteleuropa, vor allen Dingen Deutschland, auch zum Teil in der Schweiz und in Österreich, also so Mitteleuropa, eine besondere Art der Reaktion auf angenehme Gefühle, zu bedauern, dass das nicht häufiger passiert. Ja. Schönstes Wetter, läuft man draußen rum, freut sich eigentlich, ist erst mehr Sonne bitte, mehr Sonne, länger draußen bleiben, länger da Sonne macht glücklich. Und dann ist schon blöd bei uns in Deutschland, dass das so selten im Anfang und Mitte Oktober so schön ist wie dieses Jahr. Ja, letztes Jahr war es nicht so schön. Und nächstes Jahr ist es wahrscheinlich auch nicht so schön wie dieses Jahr. Das war ja, schwupp, ist das angenehme Gefühl weg. Also das, der Hinweis, drauf zu gucken, wie wir reagieren, um zu sehen, ob das das Glück fördert, die Zufriedenheit, die Freude fördert, oder wie in diesen drei Situationen, ich will mehr, ich halte mich am Auslöser, am Aufhänger fest und ich jammer, dass das nicht öfter passiert. Da ist es weg, das angenehme Gefühl. Jetzt reagieren wir auf unangenehme Gefühle. Also ein kalter Wind oder ich schenke mir Tee ein und habe die Kanne verwechselt, erwarte einen richtig schönen Ostfriesentee, ja, und dann habe ich Earl Grey oder Kräutertee oder selbst wenn ich das im Prinzip durchaus mag, ich hatte in dem Moment, ja, ist erstmal unangenehmes Gefühl, oder ich, was auch immer, ich esse was, beiß rein und es schmeckt völlig anders als das letzte Mal, ja. Also, es ist ein unangenehmes Gefühl, ja. Meine erste Reaktion, meine zumindest, ist nein. Abwehr, ja. Dann neige ich dann manchmal auch zu Schuldzuweisungen. Ja, die haben die Kanne nicht richtig etikettiert und die steht an der falschen Stelle. Ist doch tatsächlich passiert. Da stand die schwarze Kanne an der falschen Stelle. Ich meine, es geht ja nicht. Also Schuldzuweisungen, ja,
die sind schuld. Ich suche nach jemand, der schuld ist, dass ich ein unangenehmes Gefühl habe. Passiert häufig. Dann gibt's natürlich die Über-Ich-Buddhismus-Variante. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin völlig gleichmütig. Also zumindest sollte ich das sein. Ich bemühe mich darum, ganz gleichmütig zu sein. Verdrängen, leugnen, ja, weggucken, wegspüren, totstellen, je nach Situation. Auch beliebt. Dann kann man noch kluge Rationalisierungen, man kann auch ein Problem wegrationalisieren. Also, naja, das ist aber überhaupt kein Problem. Ich übe ja, es ist damit verwandt damit, mit dieser Über-Ich-Haltung. Ja, ich übe ja Gleichmut. Das ist eine Herausforderung. Super. Ich kriege eine Herausforderung. Ich meine, wenn man das wirklich so nimmt, kein Problem. Aber das merkt man daran, ob das unangenehme Gefühl weggeht, sich auflöst. Und das merkt man oft an der Körperspannung. Ja, also wenn man dann, das ist eine Herausforderung. Dieser Tee ist echt eine Herausforderung. Wenn ich dann entspannt sitzen kann und den halt trinken, okay, dann stimmt's wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Gleichmut. Aber wenn ich dann da sitze, sehr gleichmütig da sitze, und dann schmeckt der Reis nicht so wie gestern. Also kommt ein weiteres unangenehmes Gefühl davon, reagiere ich schon etwas unangemessen. So. Eben Abwehr, Nein, Schuldzuweisungen, man kann die auch an sich selber machen. Ja, warum bist du so blöd und guckst nicht aufs Schild drauf? Du kannst doch lesen, aber immer machst du das. Also hängt so ein bisschen von der Sozialisation ab, von unseren Vorlieben, von den Gewohnheiten, ja. Schuldzuweisung an mich, an andere. Oder eben diese in buddhistischen Kreisen immer wieder anzutreffende Leugnen von unangenehmen Gefühlen, wegreden, wegrationalisieren, wegdiskutieren. Ja, so. Dann gibt's die neutralen Gefühle. Also ich gehe durchs Zimmer, der Boden, den berühre ich natürlich. Neutrales Gefühl, ich fasse die Türklinke an. Ja, so ganz. Und was machen wir in der Regel? Wir ignorieren das. Und dann wundern wir uns am Ende der Woche, warum das Leben eigentlich ein bisschen langweilig ist. Es gibt so wenig Highlights, ja. Nichts Ekstatisches, nichts, keine tiefen Einsichten und keine besonderen, ganz besonderen Gefühle, sondern einfach immer nur so alles langweilig. Neutral. Oft reagieren wir auf neutrale Grundgefühle mit Ignorieren. Das kann man jetzt ein bisschen ausweiten. Wir nehmen ja in der Regel das, was funktioniert in unserem Leben, was da ist, was klappt. Das halten wir für selbstverständlich. Was ich meine, in unserem Luxusleben hier in Mitteleuropa, ich meine, man muss nur einmal am Tag oder eigentlich nur einmal die Woche Fernsehen gucken oder Nachrichten hören, dann könnte man eigentlich den ganzen Tag mit gefalteten Händen rumlaufen und sich bedanken. Bei wem auch immer, beim Karma, beim Schicksal, bei was auch immer, ja, unseren Ahnen, die hier etwas geschaffen haben, was ein sehr komfortables Leben ermöglicht. Also, aber normalerweise ignorieren wir das, was funktioniert. Wir merken es nicht mehr. Ja? Halten es für selbstverständlich. Ja, dass dabei keine angenehmen Gefühle rauskommen, ist auch ziemlich deutlich, sondern man findet es dann langweilig. Jetzt ist die Frage, was soll man machen? Der erste Schritt wäre zu gucken, an konkreten Situationen zu beobachten. Da ist unser Erinnerungsvermögen sehr hilfreich. Wir können kleinere Situationen von heute, von gestern, von letzter Woche, wo wir angenehme Gefühle erlebt haben, wo wir unangenehme erlebt haben, wo wir neutrale Gefühle erlebt haben, so kleine Situationen angucken, so ganz unkomplizierte kleine Situationen und mal gucken, wie reagiere ich. Und vermutlich werden Sie, wie viele, wie ich auch, Vorlieben haben. Also man hat so bestimmte Neigungen, auf bestimmte Gefühle so oder so oder so zu reagieren. Es gibt dann je nach Dosis, ja, so welche Aufhänger sind da, sind stärker in die Richtung, mal stärker in die Richtung. Kann man einfach mal beobachten. Und dann sagen die Buddhisten, sind da extrem optimistisch. Wenn man merkt, wie man reagiert,
bemerken. Da gehört Achtsamkeit dazu. Aber das haben wir alle. Wir können das. Sie haben alle, als ich Beispiele erwähnt habe, haben Sie mich einige von Ihnen nicken sehen oder lächeln sehen. Also Sie merken das. Ja, das kann man merken, vor allen Dingen, wenn man da mal hinguckt, mit dem Hinweis aus dem Lehren, guck mal hin, wie reagierst du? Dass schon allein das Bemerken die Macht der gewohnheitsmäßigen Reaktion ein bisschen lockert. Zumindest in dem Moment, wo man es merkt. Einfach nur bemerken, da muss man nichts weiter erstmal tun. Einfach indem man es bemerkt, ist so ein kleiner, so eine kleine konstruktive Distanz zum eigenen Verhalten. Das ist die Fähigkeit des Selbst-Bewusstseins, die Fähigkeit zu bemerken, was wir denken, sagen und tun. Die haben wir als Wesen der Gattung Homo sapiens sapiens. Und ich behaupte, dass das zweite Sapiens die Fähigkeit bedeutet, zu bemerken, was man denkt, sagt und tut. Und die haben wir per Gattung. Und bei Kindern sagt man so ab 6, 7, bildet sich das etwas deutlicher aus. Dann können sie merken, was sie tun. Und dann können sie sich auch in andere reinversetzen. Was die Folgen, also wenn sie etwas tun, was Folgen hat für andere, das können sie dann ab 6, 7 erkennen. Sie können sich da reinfühlen, weil sie diese Fähigkeit entwickeln, zu bemerken, was sie denken, sagen und tun und was für Folgen das hat. Ich sag mal, das ist erstmal eine Möglichkeit. Ich denke, dass nicht alle Erwachsenen diese Fähigkeit sehr ausgebildet haben. Und jetzt kommt etwas, was nicht so angenehm ist zu hören. In Momenten, wo wir aufgeregt, unsicher, müde, angestrengt sind, kommt uns diese Fähigkeit auch abhanden. Und dann sind wir einfach in der Reaktion drin. Man könnte jetzt psychologisch sagen, in Momenten, wo wir unruhig, aufgeregt, frustriert und sei es nur ein bisschen müde sind, ja, ein bisschen angestrengt, regredieren wir auf eingefahrenes Verhalten. Das ist ein Notprogramm, biologisch angelegt. Wenn wir angestrengt sind, wird sozusagen auf Sparflamme umgeschaltet. Und dieses komplexe, neokortikale System braucht ja unheimlich viel Energie. Ich meine, unser kleines Gehirn, 2% des Gewichts, braucht 20% unserer Energie, die wir aufnehmen. Ja, und der Neokortex braucht ziemlich viel Energie. Und wenn wir aufgeregt sind und müde, angestrengt, schaltet unser System auf Sparflamme und der Neokortex kriegt keine Energie mehr, dann funktioniert fast nur noch limbisches System. Mag ich nicht. Oder Hirnstamm. Überleben, Angriff, Flucht, Todstellen. In allen ihren Varianten. Ja, also beobachten, bemerken, was wir denken, sagen und tun, braucht einen gewissen Ruhemodus. Das ist mein erstes Argument für regelmäßiges Meditieren. Für regelmäßiges Innehalten und spüren, wie geht's mir. Und wenn man merkt, meine Batterien sind ziemlich leer, Pause machen. Umschalten in den Parasympathikus-Modus. Runterfahren. Ein bisschen rumhängen. Ein bisschen ausruhen. Pause machen. Und nicht durch den nächsten Film und den nächsten Telefonat und das nächste Projekt uns wieder in den Sympathikus-Modus hochzujagen. Der Tiger steht vor der Tür. Ich muss was tun. Ja? Da ist man auch nicht so umsichtig, weil man hat ja ein konkretes Problem. Und wenn wir aufgeregt sind und in diesem starken, fokussierten Aktivitätsmodus, kriegen wir auch nicht so gut mit, was wir denken, sagen und tun. Ja? Und da kann auch der Neokortex nicht so viel. Der kann dann in beiden Fällen, also im Modus des müde und sauerseins und angestrengtseins und im Modus der Gefahr, Sympathikus-Modus, kann der Neokortex im Prinzip nur auch auf Sparflamme rationalisieren, was wir gerade machen. Kann nicht mehr beobachten, sondern da fallen uns nur noch gute Argumente ein, warum das richtig ist, was wir gerade machen. Nennt man rationalisieren. Ich finde immer Entschuldigungen in bestimmten Situationen. Und zwar intelligente. Ja, ich kann immer ein paar Leute zitieren, die das auch so denken. Und das hat ja in unserer Kultur extrem
hohe Bedeutung, dass man Leute zitieren kann, die das auch so machen. Ja. Oder man kann dann sagen, das ist natürlich. Ja, und so weiter. Gut. Wenn wir bemerken, wie wir reagieren auf Grundgefühle, können wir prüfen, ob das heilsam ist oder unheilsam. Und jetzt buddhistisch definiert heilsam, hat zwei Aspekte. Die Motivation ist freundlich und die Folgen sind heilsam für uns und andere. Mit der Motivation ist ja manchmal so eine sehr subtile Geschichte, kann man nicht so genau, also ich kann meine Motive nie genau erkennen. Sind immer gemischt, so ein bisschen. So, vielleicht überwiegt das Heilsame manchmal, aber dann ist auch so noch ein bisschen was anderes drin und dann auch ein bisschen Unklarheit und Gewohnheit und so weiter. Ja. Aber man merkt es an den Folgen. Das heißt, bei unserem Beispiel, wie reagiere ich auf angenehme, unangenehme, neutrale Gefühle? Da kann man einfach gucken, werden die angenehmen mehr oder weniger? Werden die unangenehmen weniger oder mehr? Wird die Langeweile größer oder weniger? Das kann man beobachten. Allerdings muss man da auch wieder spüren. Und es geht ja leider fast nur im Ruhemodus oder zumindest im nicht angestrengten Modus. Man kann auch gehen und zügig gehen oder auch mit sich bewegend, ja, also nicht, man muss nicht immer auf der Couch sitzen und ganz sensibel spüren, wie es gerade einem geht. Ja, also es, man braucht nicht immer eine Schon-Situation, aber es braucht dann die Vertrautheit mit dem Spüren. Man kann ja auch manchmal einfach 2 Minuten innehalten und einfach spüren, wie geht's. Ja? Also wenn man spürt, wie es einem geht, kann man prüfen, ob das, was man denkt, sagt und tut, heilsame Folgen hat oder unheilsame. Und dann, da sind die Buddhisten extrem optimistisch, kann man neue Verhaltensweisen ausprobieren. Allerdings, nach Angaben der Neurowissenschaftler, das hat die heutige Religion, das ist ja das, was alle Leute glauben, fast alle, die ich kenne, ob jetzt Buddhisten oder Nicht-Buddhisten praktizieren, alle glauben an Neurowissenschaften. Die sagen, man muss etwas mindestens 3 Monate lang üben. Relativ regelmäßig. Dann verändern sich Synapsen. Die Verbindungen im Gehirn können sozusagen neu justiert werden und so kleine neue Bahnen entwickelt. Also 3 Monate. Und zwar nicht 1,5 Minuten am Tag, wenn man völlig K.O. ist, sondern das braucht dann schon, sagen wir mal, 10, 15 Minuten Prime Time. Also, wenn wir fit sind wie ein Turnschuh, also wach, ausgeschlafen, voller Energie, ja, mit der, also, und im Ruhemodus, so dass der Neokortex potenziell wirklich sich entfalten kann, beobachten, was wir denken, sagen und tun, Folgen des Handelns abschätzen, Komplexität ahnen, nicht schwarz-weiß. Das sind neokortikale Fähigkeiten, die uns im Prinzip potenziell zur Verfügung stehen, wenn wir ihnen den Raum geben, im Ruhemodus, ausgeschlafen, wach, und da muss man es auch noch trainieren. Aber kann man. Und es ist jetzt nicht so, da muss man nicht Abitur machen für. Sondern man kann einfach innehalten, da kann man auch stehen. Oder man kann sich auf einen Stuhl setzen in der Küche, wenn gerade mal 5 Minuten niemand da ist sonst. Oder auch im Büro. Mein Lehrer Lama Yeshe hat gesagt, und wenn es bei euch im Büro laut ist oder auf der Arbeit, aufs Klo gehen darf man überall. Und eure Toiletten sind wunderbar sauber, finde ich ganz toll. Dann geht er einfach mal kurz auf Toilette. Und seid da mal 5 Minuten und spürt mal, wie es euch geht. Kann man machen. 2, 3 Minuten spüren. Innehalten. Okay. Und dann werden andere Verhaltensweisen empfohlen. Und ich mache das jetzt nochmal mit angenehm, unangenehm, neutral. Das ist so schön bodenständig und praktisch. Auf angenehme Gefühle wird empfohlen, mit Dankbarkeit zu reagieren. Wie schön, dass jetzt gerade alle Bedingungen zusammenkommen, dass ich diesen Pudding genießen kann. Da spielt der Pudding eine Rolle, das ist der Aufhänger.
Aber auch die Tatsache, dass ich im Augenblick Lust habe, Pudding zu essen. Ich habe gerade Zeit. Ja, wenn ich in einer Minute einen Termin habe und ich bin eigentlich schon auf dem Weg zur Tür, werde ich ihn vermutlich nicht so genießen können, als wenn ich jetzt, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, noch nach dem Essen. Ich habe Lust auf Pudding. Ich habe noch so ein Viertel des Magens ist noch nicht gefüllt. Und ich mag Pudding. Ist auch noch ein wichtiger Punkt. Dann kann ich den genießen. Also Dankbarkeit, dass gerade alle Faktoren zusammenkommen. Äußere Faktoren, äußere Bedingungen, Aufhänger, Auslöser, innere Bedingungen, Bereitschaft, Offenheit dafür, ja? Grundsätzliche Wertschätzung. Ich meine, da gehört auch immer wieder dazu, dass man sich klar macht, unser Leben ist nicht selbstverständlich. Und einige von uns sind ja auch schon ein bisschen älter. Die haben noch die 50er Jahre als Kinder mitgekriegt und wissen, es war da noch nicht so komfortabel. Ja, also ich musste in der Regel die Kleider meiner älteren Cousine auftragen. Und meine Mutter hat dann irgendwann gedacht, wahrscheinlich hat das deinen Modegeschmack verdorben. Weil irgendwann war es mir egal, was ich anhatte. Hauptsache es war sauber und es war jetzt nicht totaler Widerstand. Aber ja, ich meine, wir wissen, den Lebensstandard, den wir jetzt haben, da können viele von uns sich noch daran erinnern, der war nicht immer so. Ja? Und da ist vielleicht auch die Dankbarkeit leichter zu wecken, ja, wenn man das weiß. Und ich meine, viele von uns fahren in Urlaub und nicht nur in Fünf-Sterne-Hotels, sondern vielleicht auch mal aufs Land irgendwo, ob das jetzt in Deutschland ist oder in Österreich oder in der Schweiz oder wo auch immer, in Europa irgendwo oder auch Fernost oder so. Und gehen dann auch manchmal in Gegenden, wo es nicht so komfortabel ist. Ja, also von eigenen Erleben kriegt man mit, es ist nicht überall so toll wie bei uns. Auch wenn es hier durchaus das eine oder andere gibt, was verbesserungsfähig wäre. Aber gut, also Dankbarkeit. Das ist eine Empfehlung bei angenehmen Gefühlen. Und dann schlicht Freude, dass was Schönes passiert. Und das ist eine ganz wunderbare Übung, die zu interessanten Ergebnissen führt. Wenn man sich über das, was angenehm ist, freut, wird man bemerken, die Freude wird größer. Das angenehme Gefühl wird größer oder stabiler oder intensiver. Einfach dadurch, dass man sich darüber freut. Und dazu braucht man jetzt nicht unbedingt ein Geburtstagsgeschenk kriegen oder ja, in einem Gourmet-Restaurant eine ausgefallene Speise zu essen, da kann man einfach das Blümchen sehen oder den Sonnenstrahl oder die Katze, die da über den Weg läuft oder was auch immer, Kleinigkeiten. Oder manchmal, ist auch eine Empfehlung, guck dich in deiner Wohnung um und freu dich, was da ist, was dir am Herzen liegt. Ja? Ich kann mich immer noch erinnern, ich habe mal eine ganz teure Couch gekauft. Also für meine Verhältnisse teuer. Bei anderen Leuten, die sagen, na ja, ja, unteres Segment so. Aber für meine Verhältnisse habe ich mal eine teure Couch gekauft. Die habe ich jetzt über 20 Jahre. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Die kann man nicht auch ausziehen. Da kann man sogar noch drauf schlafen, wenn man will. Also einfach, ich freue mich drüber. Oder bestimmte Dinge. Manchmal sind es auch alte Dinge, die man schon lang hat, die einem einfach Freude bereiten. Und da kann man sich einfach ab und zu mal drüber freuen. Der Wohnung rumgucken. Mal gucken, was alles da ist. Und sich drüber freuen. Also wenn es angenehme Gefühle gibt, sich freuen drüber. Dankbarkeit. Und dann mögen alle das um sich haben. Oder mögen alle Wesen die Art von Freude erleben. Oder die Art von Erfahrungen machen, die angenehme Gefühle auslösen. Das ist dann die Weitung, die Ausweitung auf andere Menschen, auf andere Wesen. Am Anfang dachte ich, na ja, das ist ja bloß Theorie. Die haben ja nichts von. Aber ich habe gemerkt, das hat meine Haltung verändert. Wenn man selber was Schönes erlebt und dann sozusagen immer wieder an andere Leute denkt und ihnen einfach wünscht, dass es ihnen auch gut ergehen möge, wird man mit der Zeit auch wacher. Und dann denke ich, na ja, es müssen ja nicht alle unbedingt jetzt Schokoladepudding haben, sondern vielleicht das, was sie selber mögen. Dann geht mir auch wieder auf, dass andere Leute andere Sachen mögen. Und dann bin ich wieder aufmerksamer, wenn Leute sich über irgendwas freuen, wo ich mich nicht drüber freue. Na ja, gut, die haben einen anderen Geschmack. Was auch immer. Also bei angenehmen Gefühlen
Sich freuen, Dankbarkeit und teilen. Den anderen auch Glück wünschen. Bei den Brahmaviharas, bei den heilsamen Gefühlen, da gibt es eine Liste von 4. Sie wissen ja schon, Buddhisten haben super Listen für alles. Freundlichkeit, manchmal auch Liebe genannt, Metta. Also ich nenne es lieber Freundlichkeit, weil Liebe, unter Liebe verstehen wir was anderes. Ja. Mitgefühl, Freude oder Mitfreude, oder Freude und Mitfreude und Gelassenheit. Bei angenehmen Gefühlen, Metta, Freundlichkeit, Freude, Dankbarkeit und Freude und Mitfreude. Mit der Zeit kann man sich dann sogar freuen, wenn andere Leute was Schönes haben. Setzt aber voraus, dass man sich selber freuen kann. Sonst klappt es nicht. Also Mitfreude als Ersatz für Freude an einem selber klappt nicht. Das wird Heuchelei. Das ist dann Pseudo. Ja, Ersatz funktioniert nicht. Also selber nicht freuen können, dann kann ich mir auch freuen, wenn anderen gute Sachen erleben. Dann bei unangenehmen Gefühlen wird empfohlen, das finde ich sehr liebenswürdig, zuerst Mitgefühl. Auch mit sich selber. Einfach zu akzeptieren, das ist unangenehm. Ja, sich auf den Nagel zu setzen, ist unangenehm. Spazieren zu gehen und nach einer Viertelstunde zu merken, ich bin zu dünn angezogen, wenn es kalt ist, ist unangenehm. Und dann kann man Mitgefühl entwickeln. Mit sich, statt sich zu verurteilen. Warum hast du denn keinen Mantel mitgenommen? Bist du eine blöde Kuh? Hättest doch den Schal mitnehmen können. Also, das ist die Reaktion, die das Leid noch vergrößert, das Unangenehme noch potenziert, sondern Mitgefühl. Wenn irgendwas schief geht, wenn ein unangenehmes Gefühl entsteht, Mitgefühl mit uns. Und von da ist der Schritt zum Mitgefühl für andere relativ leicht. Also ich gestehe, dass ich jetzt nicht alle Leute unglaublich sympathisch finde. Das ist, fällt mir nicht so leicht. Alle, ja, ohne Unterschied. Manche sind mir sympathischer als andere. Aber Mitgefühl kann ich leichter entwickeln. Weil ich nicht will, selbst Leute, die ich jetzt nicht so sympathisch finde, ich will auch nicht, dass denen schlecht geht. Ja, also, und wenn ich jemand unsympathisch finde in der U-Bahn, irgendwie so, erster Eindruck, irgendwie, und die Person fängt an zu weinen, oder ich merke, die hat irgendwo Schmerzen, da ist sofort ein anderes Gefühl da. Da will ich irgendwie helfen, oder haben sie einen Kummer, oder wenn die Person neben mir sitzt und plötzlich anfängt zu weinen, ist klar, das, da ist ein natürlicher Impuls von Mitfühlen und ach, wäre gut, wenn es weg wäre, ja, wenn sich's auflösen täte. Also Mitgefühl, der Wunsch, möge Leiden bei mir, bei anderen weniger werden, sich auflösen. Und ein Aspekt, der in den Lehren nicht immer betont wird, wenn ich Mitgefühl entwickle mit mir und anderen, mit dieser Art, wie das beschrieben wird, möge das Leid weniger werden, ja. Sie sagen allerdings auch, möge das Leid, also möge ich frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Also schon mal ein Hinweis, Leiden hat auch Ursachen. Und man kann das dann noch zuspitzen, möge ich frei sein von Leiden und die Ursachen von Leiden erkennen und nicht mehr schaffen. Und das Interessante ist, wenn man Interesse entwickelt an den Ursachen von Leiden, nicht nur an den Aufhängern, die anderen Leute und die äußeren Bedingungen, sondern an den Ursachen. Interesse ist sofort ein positiverer Zustand. Dieser Forschergeist, ja? Man will es rauskriegen. Dann ist man interessiert und Interesse ist sofort, hat was Positives. Das weiß man aus psychotherapeutischen Zusammenhängen, wo man zusammen versucht rauszukriegen, warum reagiere ich eigentlich da so? Und wenn man da am Forschen ist, ist es total spannend, ja? Aber dieser Wunsch, möge Leiden weniger werden, hat auch noch den Aspekt von Zuversicht. Also ich kann diesen Satz nicht sagen, möge das Leiden aufhören oder weniger werden, ohne ein bisschen Zuversicht zu haben, dass das auch geht. Das heißt, mit dieser Haltung des Mitgefühls kommt man in Kontakt mit der Zuversicht. Oder man kann die wecken, dass Leiden möglicherweise weniger werden können. Interessant, er wird nicht so oft erwähnt, dieser Aspekt. Also wir interpretieren das manchmal ein bisschen märtyrerhaft. Ja, möge das Leid weniger werden. Und dann noch falsch verstandenes Tonglen.
Ich nehme das Leid von allen auf mich. Mit mir geht, interessiert sowieso niemand. Ja? Und mögen alle glücklich sein, ich ja sowieso nicht. Also das muss man sehr behutsam einführen und gut sozusagen psychologisch unterfüttern und ein bisschen untersuchen, was für Bedingungen da sind, dass man das nicht in den falschen Hals kriegt. Möge ich frei sein von Leiden und die Ursachen von Leiden erkennen und nicht mehr schaffen. Und eine leise Zuversicht entwickeln, dass es möglich ist, Leiden zu verringern. Und der gesamte Kontext ist da, wenn wir nicht auf dem Zahnfleisch gehen, wenn wir nicht sozusagen am Rande des Nervenzusammenbruchs sind, haben wir mehr Chancen, mit Leiden konstruktiv umzugehen. Wenn ich K.O. bin und müde und angestrengt und dann versuche ich die Ursachen von Leiden zu verstehen, da fallen mir nur Schuldzuweisungen ein. Und andere Leute und die blöden Bedingungen und überhaupt. Und ich bin auch blöd. Und also wenn man angestrengt ist und müde ist, da fällt einem nichts Neues ein. Das ist sozusagen die Vision ist sehr eng. Ja, Schmalspur. Und in der Regel limbisches System mag ich nicht. Oder eben noch rudimentärer Hirnstammniveau. Angriff, Flucht, Tod stellen. Ja. So, ignorieren, weg, abspalten, gar nichts, dicht machen. Ja? Die Zuversicht, dass Leiden weniger werden kann, ist größer, wenn wir in einer entspannten Verfassung sind. Wach und entspannt. Wieder ein Argument für Innehalten, für Meditation, für sich spüren, für Pausen. Und jetzt neutrale Gefühle. Wenn ich das Gefühl habe, mein Leben ist langweilig, ist der Tipp, aufs ganz Kleine oder das ganz Große zu achten, das kennen wir auch, ja? Einen Grashalm anzugucken und zu staunen über das Wunder der Pflanzenwelt. Oder zwei Dinge geben mir ein Gefühl von Erhabenheit, der gestirnte Himmel über mir und das ethische Gesetz in mir. Wer hat es gesagt? Kant, ja? Also ich meine, er ist ja als nüchterner Mensch bekannt, aber da kam Kant ins Staunen. Der gestirnte Himmel über mir. Und ich muss ehrlich sagen, immer wenn ich den Himmel angucke, gerade in so etwas Mond, wenn wenig Mond da ist und diese Sterne leuchten, bin ich glücklich. Ja, das ist einfach ein Moment von Freude und Wertschätzung und ja. Und dann ist das Leben plötzlich nicht mehr langweilig. Und dann ins Kleine gehen, in die Details gehen, das kann auch unglaublich schön sein. Ja? Also das sind Möglichkeiten, Interesse zu wecken an unseren Erfahrungen und traditionell sagen die Tibeter, sich mit neuen Themen beschäftigen. Ja? Also mit einem neuen Aspekt von etwas Lernen. Die Tibeter lieben ja das Lernen. Ja? Also sich mit etwas beschäftigen, was einem interessiert, ist ja klar. Ja, und nicht sagen, kenne ich schon alles, weiß ich schon alles, habe ich schon, kenne ich schon. Ja. Okay, also Interesse. Interesse am Leben. Interesse an unseren Erfahrungen weckt angenehme Gefühle. Und ich finde es sehr interessant, bei den Sammlungsstufen, also bei der Beschreibung, wie Sammlung im Buddhismus funktioniert, gibt es eine Erfahrung, die heißt im Sanskrit Priti oder Piti im Pali. Und das ist so ein körperliches Wohlbefinden, was man durch Meditation entdecken kann, ja, wenn man entspannt sitzt, ein bisschen Sammlung hat, dass man sich so richtig so Badewannengefühl, ja, so richtig, wo man am liebsten schnurren möchte, ja, so. Und das Wort heißt auch, eine andere Zweitbedeutung ist Interesse. Also Priti, dieses körperliche Wohlbefinden, also angenehme Gefühle aufgrund von körperlichen Erfahrungen. Und das Wort für Interesse, das Gleiche. Und das kennen wir ja auch, wenn uns was interessiert. Wir wachen wie körperlich auf. Die Zellen tanzen, ja, die werden wach. Und wenn man was versteht, ich meine, selbst ist noch nicht im tiefsten Sinne, sondern einfach im Zusammenhang, versteht im Sinne von, ich kann eine Erfahrung in einen größeren Zusammenhang einordnen, plötzlich. Die war so isoliert da gestanden und jetzt wird sie, ach, das hat damit zu tun.
Und es hat damit zu tun, ach so, das merkt man im Körper. Und diejenigen unter Ihnen, die Focusing kennen, die wissen, da wird es benutzt als Indikator. Ja, jemand erzählt was und dann wird der Prozess begleitet und wie verstehen Sie das und was ist das Schlimmste daran, was ist das Schlimmste daran und was. Und irgendwann, und die sagen, ja, das ist schwierig und das ist schwierig. Und wenn eine Einsicht kommt, dann setzt die Person sich plötzlich aufrecht hin und man merkt richtig im Muskeltonus, da ist was passiert. Und in der Teampsychologie wird beschrieben, also Erich Neumann beschreibt es, der Schüler von C.G. Jung, wenn wir etwas verstehen, wird blockierte Energie im Körper freigesetzt. Und die ist dann frei. Die muss nicht in einer bestimmten Weise ausagiert werden, sondern damit kann man ein Gedicht schreiben oder ein Lied singen oder eine Suppe kochen oder spazieren gehen. Die Energie ist frei, beliebig einsetzbar. Und das kennen wir, wenn wir was verstehen. Also ich nehme an, Sie kennen das auch. Wenn man was Spannendes liest oder eine spannende Unterhaltung hat mit jemand und es geht dann plötzlich was auf, das spürt man im ganzen Körper. Also Interesse und körperliches Wohlbefinden haben was miteinander zu tun. Weil Interesse Verstehen stimuliert und das löst Energieschübe aus oder Energiebefreiung. Er befreit Energie im Körper. Nicht alle und auf Dauer, aber immer wieder. Also die Empfehlung, angenehme Gefühle, neutrale Gefühle beobachten, immer wieder. Und es muss nichts Dramatisches passieren. Da kann man einmal am Tag sich 5 Minuten hinsetzen. Was habe ich heute so erlebt? Okay, eine unangenehme Situation oder etwas, wo ein bisschen unangenehm war. Wie habe ich reagiert? Ist das unangenehme Gefühl dadurch mehr oder weniger geworden? Kann man ganz, ganz schlicht. So viel Verständnis haben wir alle. Und dann kann man einfach mal was anderes ausprobieren. Eben, bei unangenehm mal Mitgefühl. Aber es gibt noch eine Haltung zum unangenehmen Gefühlen und das ist Gelassenheit oder Gleichmut. Das ist nicht das Gleiche wie Gleichgültigkeit, jetzt von den Worten her. Also im Buddhismus, also wir haben uns darauf geeinigt hier im deutschen Sprachraum, Gleichgültigkeit ist die Haltung von, ich habe damit nichts zu tun, ich baue eine Mauer. Ja, aus Angst vor Leiden, aus Angst vor unangenehmen Gefühlen mache ich zu. Das ist Gleichgültigkeit. Und Gleichmut ist ein ausgeglichenes Gemüt und ein Liedvers dazu, den eine Schülerin von mir gedichtet hat. Rauf und runter, ich bleib munter. Denn ich öffne die Hand. Ich halte nicht fest, sondern, ja. Gleichmut ist nicht ein emotionales Todsein. Das ist nicht emotionales Todstellen, sondern das ist eine Lebendigkeit, wo man aber nicht wie ein Blatt im Winde von jeder Gefühlsregung durch die Gegend geschleudert wird. Und basiert in der Regel auf einer tiefen, realistischen Sicht aufs Leben. Es gibt Konflikte. Ich meine, wir sind 7 Milliarden Menschen, so ungefähr. Aber ich meine, man muss ja nur mit 3 Leuten zusammen wohnen. Ja? Mit einer Person zusammen. Nur mit sich selber zusammen sein. Ja? Es gibt einfach Konflikte. Das Leben ist zu komplex, dass man das alles irgendwie so organisieren könnte, dass es keine Konflikte gibt. Und ich meine, wir haben einen lebendigen Körper, zum Glück. Also wir sind ja noch nicht tot. Das heißt, der verändert sich dauernd. Und einige von uns wissen schon, was mit dem Begriff älter werden gemeint ist. Ja, man macht so Erfahrungen, ja, körperlich, emotional. Man braucht ein bisschen länger, um sich zu erholen und so Sachen. Ja. Also, unangenehme Gefühle gehören zum Leben. Das sind keine Unfälle, die man durch kluges, strategisches Verhalten vermeiden könnte. Und es behaupten zwar manche Ratgeber, ja, dass man immer glücklich sein könnte und immer ausgeglichen und immer bla 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 bla. Dann denke ich immer, wendet ihr das selber an oder erzählt ihr das nur? Ja, also, es gibt Schwierigkeiten. Man kann es auch sagen,
hat meine Kursteilnehmerin zu mir gesagt, ich rede nicht mehr von Schwierigkeiten, nur noch von Herausforderungen. Okay, anderes Framing, ja. Wie auch immer, es gibt einfach Situationen, wo es nicht so läuft, wie ich es gedacht habe, dass es laufen täte. Oder wie es nach meiner Meinung besser wäre. Es gibt's. Und es hat damit zu tun, dass das Leben komplex ist, dass unendlich viele Faktoren in jeder Erfahrung mitspielen. Und dadurch sich alles ständig verändert. Jetzt nicht dauernd alles ununterbrochen im gleichen Tempo, also ich finde schon schön, dass es Häuser gibt, die älter sind als ich. Ja, und ich mag auch europäische Städte unter anderem deswegen so gerne, weil es da viele Gebäude gibt, die länger leben als ich, auch schon ein paar Generationen länger. Und es gibt mir ein Gefühl von Beständigkeit, so ein gewisses Gefühl von Beständigkeit in einer Welt, die sich sowieso dauernd verändert. Oder ich habe einmal in meinem Leben einen Redwood-Baum umarmt, der 3000 Jahre alt sein soll. Ich glaube das ja. Gibt ein gewisses Maß an Stabilität oder alte Tempel besuchen. Ja, ich war mal auf Malta, Gozo, 7000 Jahre alte Kultstätten, das macht was. Ja, aber schon eine 1000 Jahre alte oder 700, 800 Jahre alte Kirche macht was, was auch immer. Ja. Oder auch Gegenden zu sehen, wo man weiß, ich war gerade im Allgäu und habe mir diese Steinzeithöhlen angeguckt, wo sie da 2006 die Venus aus dem Eis gefunden haben und den Löwenmann und das Mammut. Und ich habe die angeguckt und dachte, das ist 30.000 Jahre alt, 35.000 Jahre alt. Wahnsinn. Ja, also das war auch sowas, alte Landschaft. Ja, da leben schon lange Leute. Ziemlich lang. Es gibt Stabilität. Aber trotzdem ist alles unbeständig. Weil alles komplex ist, nicht kontrollierbar. Egal wie viel Computer man zusammenschaltet. Und deswegen gibt es auch Schwierigkeiten. Und die kürzeste Interpretation, wie man Samsara und Nirvana unterscheiden kann, also Samsara, der Kreislauf der sich ständig wiederholenden Probleme, unser Leben, und Nirvana, das Leben ohne Kampf oder Befreiung von diesem ständigen Kämpfen müssen. Der Unterschied besteht darin, ob man Unbeständigkeit und Unkontrollierbarkeit des Lebens akzeptieren kann. Dann lebt man ohne dieses ständige Kämpfen in Nirvana. Oder ob man dagegen ist, dass die Dinge sich dauernd ändern und man sie nicht in den Griff kriegt. Dann lebt man in Samsara und leidet. Das heißt nicht, dass man sich nicht bemüht, sein Leben einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Also klar. Aber ich meine, ich habe den Eindruck, das können wir im Großen und Ganzen. Kriegen wir unser Leben auf die Reihe. Aber wir kriegen nicht alles in den Griff. Und manchmal machen die Kinder einfach Sachen, wo wir denken, das ist völlig bescheuert. Ja? Und die Kinder denken dann, oder manchmal machen wir Sachen, wo unsere Kinder denken, peinlich. Und völlig daneben. Ja, das geht gar nicht. Ja. Also, Gelassenheit entsteht durch Einsicht in die Daseinsmerkmale. Unbeständigkeit, Unkontrollierbarkeit. Und wenn man das bejaht, wenn man das akzeptiert, also das heißt nicht, dass man sich nicht mehr um Beständigkeit und Kontrolle im Rahmen bemüht. Aber wenn es eben nicht klappt, nicht in Drama verfallen, sondern okay, das ist Leben. Und wenn ich aufhöre, ständig dagegen zu kämpfen, finde ich vielleicht sogar die innere Ruhe, dass mir was Gescheites einfällt, wie ich damit umgehen kann. Und das ist sozusagen auch, also immer der Kontext. Also es geht nicht darum, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ja, das Leben ist unbeständig. Ich spüle nicht mehr ab. Lohnt sich ja nicht, wird ja wieder dreckig. Hat überhaupt keinen Sinn. So, also, das ist nicht die Idee. Aber wenn es halt, also wir bemühen uns um Kontinuität, wir bemühen uns um Beständigkeit, auch in Beziehungen, so gut es geht, aber manchmal gehen Freundschaften kaputt, weil man sich einfach auseinanderentwickelt. Ja? Unterschiedliche Interessen entwickelt und nicht mehr bei allen Spielchen mitspielt. Und es mögen manche Leute nicht.
Aber ich mag es manchmal auch nicht, wenn die anderen nicht mehr mitspielen, wie sie das immer gemacht haben. So. Also, Unbeständigkeit und Unkontrollierbarkeit, Leidhaftigkeit, also dass einfach unangenehme Gefühle zum Leben gehören. Wenn man das akzeptieren kann, hört man auf, dauernd dagegen zu kämpfen. Dann ist man in Nirvana und das heißt nicht, dass man immer auf der Wolke 7 schwebt und Halleluja singt und immer glücklich ist. Aber rauf und runter, ich bleib munter. Also, das Leben wird weiterhin Herausforderungen bieten, aber wir haben so eine gewisse Zuversicht. Okay. Und dann heule ich halt ein bisschen und dann habe ich halt ein bisschen Rückenschmerzen und dann finde ich es einfach schade, dass meine Firma sich auflöst oder dass da was umstrukturiert wird und meine Energie nicht mehr so gebraucht wird, dass man mir sagt, also weißt du, sie sind hochqualifiziert, aber zu alt. Es passiert. Ja, und es tut weh. Es ist unangenehm. Aber es passiert. Und dann kann man damit umgehen. Also wenn man da nicht ins Drama geht, dann fällt einem in der Regel was ein, wie man damit umgehen kann. Und das ist ja auch das, was sie immer sagen. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ja? Hölderling. War auch schlau. Ja? Wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten. Tonsteine Scherben. Die wussten auch Bescheid. Nicht immer gut. Wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten. Also, Krisen sind Chancen. So. Ja, eigentlich habe ich jetzt mal so den großen Rundschlag gemacht.